Nächste Frage geht konkret zum Ende dieses künstlich geschürten Konflikts. Also, was könnte deiner Einschätzung nach ein Szenario sein, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen? Was glaubst du, was global sich hier tun wird? Die Frage kriege ich oft gestellt und meine Antwort ist immer die gleiche. Wir sind im Dritten Weltkrieg, gewöhnt euch dran. Die NATO und die Russen wollen nicht, dass dieser Krieg zwischen den beiden militärisch geführt wird, weil wäre das der Atomkrieg und der Atomkrieg. Ich hoffe immer, dass die Amerikaner auch morgen noch im Wald spazieren wollen, deshalb werden die Entscheider dort nicht einen Atomkrieg riskieren. Das ist meine Hoffnung. Aber wir sind im Dritten Atomkrieg, weil alles, was man machen kann, außer NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken, wird gemacht. In Sachen Wirtschaftssanktionen, in Sachen diplomatischem Druck auf den Rest der Welt, in Sachen Propaganda, also ne, Informationskrieg und so weiter. Es wird alles gemacht, was man tun kann. So. Also von daher vermute ich mal, dass es bis zu dem Sieg der einen oder anderen Seite gehen wird. Also ich sehe nicht, die Russen können nicht zurückrudern. Die Russen waren ja mit Brücken an der Wand. Also ich meine, die NATO sollte in die Ukraine. So, die Russen konnten nicht weiter zurückweichen. Darum haben sie jetzt ja auch zurückgebissen. Ich sehe aber noch keine Anzeichen dafür, dass der Westen zurückrudert und mal sagt, wir würden reden oder wir machen mal keine neuen Sanktionen. Ich sehe im Augenblick auf nur die Eskalation. Das heißt, wir werden wohl abwarten müssen, welche Seite am Ende einknickt. Und welche das ist. Also ich hätte es ungern, dass das westliche System gewinnt, aber ich weiß es nicht. Tatsache ist, ich denke, das wird gekämpft, bis eine von beiden Seiten die weiße Flagge hebt. Und ich hoffe, dass es eben nicht militärisch wird, sondern dass sie sich auf wirtschaftliche, diplomatische und propagandistische Mittel beschränken und dass die Ukraine ja das einzige Land ist, das militärisch leiden muss. Wobei der Westen versucht es derzeit auch in Kirgisien. Da wird auch versucht, das kommt bei euch in den Medien gar nicht. Da wird auch versucht, eine Front zu eröffnen. Da gibt es nämlich auch durchaus Probleme. Also die versuchen entlang der russischen Grenzen noch an anderen Stellen zu zündeln, wo man auch nicht weiß, was da morgen vielleicht in Flammen ausbricht oder nicht. Aber ich denke, das wird so lange gehen, bis eine von beiden Seiten klein beigibt. Welche das sein wird, werden wir sehen. Jetzt gleich eine Anschlussfrage von mir. Also wenn ich jetzt hier andere Kommentatoren aus Amerika oder aus dem englischsprachigen Raum eben konsultiere, dann sagen die, dass der Westen eigentlich mehr oder weniger jetzt schon Probleme hat, überhaupt noch genügend Waffen und Munition dahin zu schicken. Also die kannibalisieren sich selber. Und ich meine, die Ukraine wird hier komplett aufgerieben. Es ist jetzt schon eine Generation junger Männer und Männer insgesamt, die haben wahrscheinlich sogar schon 100.000 Tote und Schwerstverletzte, die ihr Leben lang mehr oder weniger dann auch gezeichnet sind. Das kann ja nicht endlos weitergehen. Und ich glaube auch nicht, dass die ukrainische Fremdenlegion, wie sie so schön heißt, da jeden Tag noch mehr Leute mit Geld an bis zu 2000 Dollar am Tag. Also rein von der Logik her muss auf meiner Wahrnehmung nach auf ukrainischer Seite die Abnutzung zuerst so groß sein, dass da nichts mehr geht. Ja, nur die Ukraine ist ja unwichtig. Nochmal, die Ukraine ist das leuchtende Beispiel, an dem sich die Medien aufgeilen. Anders kann ich nicht sagen. Also ich war da, also mir kann jetzt keiner Zynismus vorwerfen. Ich hab Leichen gesehen, ich habe zerstörte Städte gesehen. Das ist ganz schlimm, was da passiert. Aber die Ukraine ist ein Instrument. Die Ukraine wurde in Stellung gebracht, um Russland bis aufs Blut zu reizen. Und jetzt wird die Ukraine von den USA verheizt. Ja, also Selenskyj hat ja nach 3, 4 Tagen gesagt sofort, naja gut, wir können auch ohne die NATO. Dann hat die NATO gleich gesagt, nee, nee, das wird aber nichts. Also die Ukraine wird bekämpft bis zum letzten Ukrainer. So, und wenn das in der Ukraine morgen vorbei ist, geht es trotzdem weiter. Stellt euch vor, morgen ist in der Ukraine vorbei, auf welche Art auch immer. Verhandlung, russischer Sieg, wurscht. Wird der Westen die Sanktionen aufheben und sagen, okay, das war's? Natürlich nicht. Das wird weitergehen. Taiwan hängt in der Luft. Ganz spannend. Wir haben, wie gesagt, Konflikte Armenien, Aserbaidschan. Wir haben in Kirgisistan noch ein Ding laufen. Da sind ganz viele Dinge, wo es noch brodelt, die der Westen versuchen kann zu zünden. Die Ukraine ist nur das arme Opfer der westlichen, der amerikanischen Geopolitik, die das Ziel hat, die ungehorsamen Staaten Russland und China unterzuordnen. Die Ukraine ist das arme Opfer, das Bauernopfer, das wird verbrannt. Wenn das morgen vorbei ist, da ändert sich gar nichts an der Politik des Westens. Das ist der Punkt. Darum sage ich, ganz trocken sage ich, es ist der Dritte Weltkrieg. Die Ukraine ist völlig egal. So grausam das ist, 100.000 Tote und zerstörte Städte und ich war da, ich habe es gesehen. Aber aus geopolitischer Sicht muss ich sagen, Bauernopfer. Und wahrscheinlich nicht das Letzte.
Also wir dürfen nicht vergessen, da kommen ja noch die polnischen Ambitionen. Die ganzen Gesetze, die jetzt erlassen wurden zwischen Kiew und Polen über die Rechte der Polen in der Ukraine, was die alles dürfen plötzlich, die dürfen ja Geheimdienstschiff werden. Die ukrainische Steuerbehörde hat ihre ganze Datenbank nach Polen verschoben. Also Polen sitzt schon auf den Finanzdaten der Ukraine. Die Polen haben Riesenambitionen, da sich in irgendeiner Form breit zu machen. Sei es, dass sie es annektieren, sei es, dass sie einen Föderationsstaat schaffen, was auch immer. Und die Polen haben von Anfang an am liebsten Truppen geschickt. Die haben immer gesagt, wir schicken da Truppen rein. Friedenstruppen haben sie es genannt. Dann haben die Amerikaner gesagt, könnt ihr gern machen. Es ist aber kein NATO-Fall. So, dann haben sie es sein gelassen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch noch die Polen reingehen. Nicht als NATO-Fall, sondern als eigenes Land, das jetzt der Meinung ist, das müsste den Ukrainern helfen. Dann wird das auch noch bis zum letzten Polen verheizt. Das ist ein Szenario, das möglich ist.